Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dachte ich, ich mache mal ein Video im natürlichen Licht, ohne Softboxen, ohne alles. Und ich starte hier direkt mit diesem Feuchtigkeitsspray von Origins. Das ist aus der gleichen Reihe wie der Tinted Moisturizer, den ihr einfach komplett leer gekauft habt. Was geht ab? Ich habe mir dann auch noch diese Augencreme hier geholt. Die hat mir tatsächlich ein Zuschauer empfohlen. Und die ist ganz cool, weil die hält nämlich auch die Augenpartie so schön auf. Heißt also, Concealer braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man natürlich einen Look macht. Dann habe ich mir irgendwann mal diesen Concealer hier von Charlotte Tilbury geholt. Der ist aber leider für mich irgendwie viel zu hell. Aber ich will ihn nicht wegtun, deshalb benutze ich ihn trotzdem. Und ja, gleiche das so ein bisschen mit Foundation und so weiter aus. Das Ganze verblende ich dann mit einem Pinsel und da gebe ich mir auch ziemlich Mühe, das gut einzublenden, weil wenn ich das nicht ordentlich genug mache, dann setze ich das ziemlich schnell ab bei mir in die kleinen Fältchen und das sieht dann über den Tag nicht so schön aus. Und je weiter ich quasi an die Seite meines Auges komme, also an den Außenwinkel, desto mehr verblende ich das. So, jetzt das gute Wundermittel auch mal von mir in Action. Ich habe es euch bis jetzt ja nur so gezeigt, ohne Anwendung. Und ich dachte, so im Tageslicht kann man das auch ganz gut sehen. Also ihr seht auch die Menge, die ich ungefähr benutze. Das ist jetzt schon relativ viel. Also sonst tagsüber benutze ich sogar noch weniger. Und ich zeige euch das mal. Am Anfang ist es jetzt ja noch so leicht weißlich. Und wie ihr seht, die Pigmente platzen dann und entwickeln sich zu so einer wunderschönen beigefarbenen Creme. Es passt sich schon ziemlich gut dem Hautton an. Also es hat bei mir auch gepasst, als ich noch heller war. Das geht schon sehr, sehr gut und ich trage es auch leicht runter an den Hals auf, also blende das dahin so ein bisschen aus und auch unter den Augen, also jetzt nicht ganz unter die Augen, aber so leicht ausblenden mit dem Concealer. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das mit den Händen aufzutragen, weil durch die Körperwärme klappt es dann viel, viel besser als mit dem Pinsel tatsächlich. Als nächstes benutze ich einen Concealer, der hier ist von Tarte, das ist der Rainforest of the Sea Concealer. Den benutze ich in einer Farbe, die meinem eigenen Hautton jetzt nach dem Moisturizer entspricht. Also nichts Helleres, nichts Dunkleres, sondern so ziemlich gleich. Und damit decke ich jetzt noch alle Stellen ab, die ich so ein bisschen ja, mehr gecovert haben will. Zum Beispiel auf meinen Augenlidern oder halt Pickel, Pickelmale und so weiter. Um den Concealer jetzt unter meinen Augen zu setten, benutze ich das Puder von IT Cosmetics. Schaut vorher nochmal nach unter euren Augen, ob sich da ein bisschen was abgesetzt hat, weil sonst fixiert ihr das nämlich genauso und bei mir geht das relativ schnell. Das Ganze fixiere ich mit einem Pinsel aus meinem Brush Set von BH Cosmetics. Still erhältlich bei DM und auch online und natürlich auch auf bhcosmetics.de. Hashtag Werbung. So. Und damit sette ich auch alle anderen Stellen, die bei mir schnell glänzen, gerade jetzt im Sommer, wenn man schwitzt oder so. Das ist bei mir dann meistens so Nasolabialfalte oder an der T-Zone. Dann, um so ein bisschen mehr diesen Blurry-Effekt zu bekommen, benutze ich jetzt mein geliebtes Mineralize Powder von MAC. Und dazu nutze ich meinen Stippling Brush aus meinem Brush Set. Das funktioniert damit ganz gut, weil das schön leicht aufgetragen werden kann. Also ich will gar nicht so viel drauf machen. Ich will es eigentlich nur noch mal so ein kleines bisschen verbessern. Die Hautstruktur, ihr seht, bei mir auch immer noch so ein bisschen ja, Struktur und auch leichte Unebenheiten, was die Farbe angeht, Pickelmale und so weiter. Und ja, das finde ich aber gar nicht schlimm. Deshalb lasse ich es einfach so. Dann habe ich hier was Tolles von MAC zugeschickt bekommen. Schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr die Kollektion noch erhalten könnt, aber ich werde es jetzt hier gerade mal zum ersten Mal ausprobieren. Und ihr könnt natürlich auch irgendeinen anderen Bronzer benutzen, aber ich fand den irgendwie so schön. Und für solche sommerlichen Looks, ich nehme wirklich den letzten Rest, der am Pinsel ist, und ich gehe nochmal unter die Augen. Ich finde, es gibt nochmal so einen schönen, bronzy, sommerlichen Touch. Und ich liebe es. Dann nehme ich
ich meinen Blush Love aus meiner Mrs. Bella Palette, The Dark Side. Und natürlich, Blush muss einfach her, gerne im Sommer auch mal ein bisschen mehr. Ich finde, das sieht immer so, ja, sonnengeküsst aus, auch wenn Sonnenbrand nicht unbedingt was Gutes ist. Aber es sieht so an den richtigen Stellen hier ganz nett aus. Deshalb machen wir es krebsfrei mit Blush einfach. Meine Augenbrauen mache ich ja tatsächlich relativ selten. Ich bürste sie eigentlich im Alltag immer nur mit einem Augenbrauengel hoch, zum Beispiel mit diesem hier von NYX, der Control Freak. Weil meine Augenbrauen sind ja von Natur aus schon sehr dunkel und das reicht mir dann. Ansonsten könnt ihr auch eins nehmen, was Farbe hat, oder eure Augenbrauen färben. Dazu gibt es auch ein Video von mir, da habe ich euch das mal gezeigt. Und ich bürste erst alle hoch und dann nehme ich mir nochmal so ein Wimpernbürstchen oder so und ja, softe das ein bisschen aus, dass die nicht so ganz hoch stehen, weil bei mir sieht das irgendwie creepy aus. Dann nehme ich nochmal den Bronzer von eben oder ihr könnt halt auch jeden anderen nehmen, den ihr gerne benutzt. Und ja, gebe so ein bisschen Farbe auf mein Augenlid. Ich mag im Sommer einfach diese Bronzy-Töne, weil ich für den Alltag halt auch finde, dass das am natürlichsten aussieht und auch am sonnengeküsstesten wieder. Jetzt nehme ich noch ein bisschen mehr Farbe und dazu benutze ich Heat aus meiner The Dark Side Palette und gebe einfach so ein bisschen so einen rötlichen Touch noch mit rein. Ich wusste nicht ganz genau, ob sich das ein bisschen beißt mit meiner Jacke, aber dazu gleich auch noch ein anderer Fail. Und das verblende ich einfach ganz soft vom Außenwinkel meines Auges ein bisschen Richtung Innenwinkel. Dann nehme ich so einen ganz schmalen Augenbrauenpinsel und feuchte den an, gehe dann in die Farbe Storm und damit ziehe ich mir jetzt einen Lidstrich. Also nicht ordentlich, ihr seht, ich tupfe das einfach erstmal nur auf und dann nehme ich so einen kleinen Pinsel, coming soon, und verblende das Ganze. Übrigens, coming soon heißt im August, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich will nicht so lange anteasern, ja, und dann kommen die bald und bald kommt was Neues. Neue Pinsel kommen im August, das kann ich euch jetzt einfach schon mal sagen. So. Und jetzt softe ich das Ganze halt einfach aus. Next Step. Ich nehme Gleam mit meinem Ringfinger und gebe das vorne auf die Stelle auf, wo ich noch nichts Dunkles habe. Wow, was für eine Erklärung. Ihr seht ja, was ich tue. Also ich trage das gerne mit den Fingern auf. Und wenn ihr damit so ein bisschen euren Eyeliner zerstört, sage ich mal, könnt ihr das nochmal danach ein bisschen auffrischen. Normalerweise mache ich Gleam dann erst und danach den Lidstrich, aber irgendwie war das gerade so eine spontane Entscheidung. So, dann die Wimps. Und meine Wimps muss ich leider so ein kleines bisschen tuschen, weil ich habe bald erst einen Termin. Und ja, das sah dann irgendwie nicht mehr so gut aus. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein gerupftes Huhn. Deshalb tusche ich sie dann ganz leicht. Und wascht es dann am Ende des Tages auch nur mit Wasser ab, weil solange es nicht wasserfest ist, geht es auch so gut ab. Und ja, unteren Wimpern tusche ich auch ein kleines bisschen. Dann habe ich jetzt nächstes den Lippenstift und das ist die Farbe Relentlessly Red von MAC. Eigentlich eine wunderschöne Farbe, ist auch matt. Aber irgendwie dachte ich, es sieht cooler aus. Sieht's aber nicht. Irgendwie passt es überhaupt nicht zum Augen-Make-up. Nee. Deshalb habe ich mich dann doch für eine andere Kombi entschieden. Und zwar als allererstes dieser schöne Liquid Lipstick von Kat Von D. Ich glaube, der ist Lolita. Ich schreibe es euch in die Infobox. Dann habe ich einen kurzen Location-Wechsel gemacht, weil da kein Licht mehr reinkam. Und ich benutze hier oben drüber, so in die Mitte, noch den Lippenstift Myth von MAC und verteile das dann mit meinen Fingern, einfach so ein bisschen mehr Dimension reinzubekommen. So, und das ist der fertige Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hier sieht man es auch ein bisschen mehr als so unter den ganzen Softboxen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüssi!